Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Reaktion auf diesem wunderschönen YouTube-Kanal. Wir sind gerade live auf Twitch, 1.2.8442, der Link in der Beschreibung. Kommt ihr direkt auf meinen Twitch-Kanal, checkt den gerne ab. Wir reagieren auf neue Sachen. Wir sind jeden Donnerstag live, wir sind jedes Wochenende live, wir sind jeden Dienstagabend live und checken neue Musik ab. Wir machen Musik, wir reden und haben einfach Spaß, kommt gerne vorbei. Jetzt wurde sich tatsächlich gewünscht, dass wir auf Sonja Money-Kartell reagieren. In meinem Blog. Gerüchte, Legenden besagen, dass der Song extrem tiefgründig und extrem schön sein soll. Deswegen bin ich da natürlich sehr gespannt. Deswegen gehe ich da auch mit einer entsprechend hohen Erwartungshaltung ran. 2:07. Bin ich sehr gespannt. Also ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich sage euch das, wie es ist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß nicht so ganz. Ne? Mir wurde schon viel davor gesagt über den Song. Ich bin gespannt, Abfahrt. Ein wunderschönes Sample. Ein wunderschönes Sample. Ganz kurz, wir halten fest, es enthält bezahlte Werbung oder so. Ich bin da mal sehr gespannt, was da promoted wird. Rap ein paar Tage nach 4 Tage Hops. FFM Dietzenbach, meine Stadt. Bullen observieren mich an der Hauptwache. Handschellen machen Klick wie eine Maustaste. Ich mach. Es ging ein bisschen abrupt los. Warte mal, ich muss noch mal rein, Chat. Rap ein paar Tage nach 4 Tage Hops. FFM Dietzenbach, meine Stadt. Bullen observieren mich an der Hauptwache. Handschellen machen Klick wie eine Maustaste. Ganz kurz mal, woher kennt man sie? Also ich weiß, dass das Pumpkin ab und zu so diese Tinder-Sachen auf der Straße macht und so weiter und so fort. Also dieses Tinder in Real Life, und dann waren auch immer ab und zu so ein paar Kollegen dabei und so von ihm und auch unter anderem, glaube ich, sie. Also man kennt sie rein nur von seinen Videos, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr da auch Bescheid wisst, keine Ahnung. Aber sonst, also es ist ihr erster Song irgendwie, oder? Bruder, das Ding ist, das Schlimme ist halt, also was heißt das Schlimme, aber das Ding ist halt auf Platz 6 der Trends mit 500.000 Aufrufe. Wache, Handschellen machen Klick wie eine Maustaste. Ich mach Schnapp in Zelle mit meinem Handy. Roll ein Gibbet im Anzug von Fendi. Zeig mir eine, die hier noch so gerade steht. Hier verkaufen Menschen Seele für eine Nase Schnee. Junge, diese Lyrics, wer ist dieser Kollege? Boah, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wer dieser Kolle eigentlich ist. Handy. Zeig mir eine, die hier noch so grad. Warte mal. Knapp in Zelle mit meinem Handy. Roll ein Gibbet im Anzug von Fendi. Roll ein Gibbet im Anzug von Fendi. Schnapp mit meinem Handy. Handy auf Fendi. Wer ist dieser Kollege, Bro? Das war auch lange auf Platz 1. Ach was, laber nicht. Aber ich sag euch das, wie es ist. Wenn du das halt gut auf TikTok promotest, was wahrscheinlich genau der Fall war, dass du den halt oft gehört hast auf TikTok und jeder da irgendwie drauf reagiert hat, dann wird das Ding hochgepusht. Ohne Scheiß, TikTok ist da ultra krass. Zeig mir eine, die hier noch so gerade steht. Hier verkaufen Menschen Seele für eine Nase Schnee. S-O-N-Y-A. Money Kartell macht jetzt Rap wieder klar. Dreh paar Dinge in der Stadt, während du feierst. Frag. Ewa! Adlib, Bro. Adlib Game on Point. Ewa! Kartell macht jetzt Rap wieder klar. Dreh paar Dinge in der Stadt, während du feierst. Frag mich nicht, was ich mach, Mann, ich lebe heiert. In meinem Kopf werden Paras geschoben. Aber warum hat das über 100.000 Streams? Genau da kommen wir jetzt zu einer Sache, die ich eigentlich auch noch ansprechen wollte. So, die Frage stelle ich mir auch. Warum? Also ich kann es verstehen, dass das Ding auf TikTok viel geguckt wird. Ich kann verstehen, dass sich Leute darüber vielleicht lustig machen wollen oder sowas. Ich verstehe, dass die ganze Sache irgendwo mit einer gewissen Ironie betrachtet wird oder in einem gewissen ironischen Licht steht. So, weil Real Talk, also wer hört sowas? Also bei 100.000 Streams bedeutet es ja, dass Leute aktiv auf Spotify gegangen sind und sich den Song angehört haben.
und gedacht haben, boah, jetzt gebe ich mir Sonja Money Cartel in meinem Blog. Ich habe richtig Bock drauf. Wisst ihr, was ich meine? Knock auf dem Boden. Fick dich mein Kopf, denn ich kann auch ohne Drogen. Brich dir dein Kopf, die zum Bach, fick dein Toten. In meinem Blog. Was sagt sie hier? Fick dein was? Kopf, die zum Bach, fick dein Toten. Was sagt sie da? Das Meme-Game ist halt strong. Safe. Also, da wurden ja in kürzester Zeit Millionen Memes draus gemacht. So, gerade von dieser einen Sequenz, die man schon mal irgendwo davor ein bisschen gehört hat oder irgendwo geteasert oder eine Hörprobe gemacht worden ist oder sowas. Klar. Aber das ist, Digga, das... Dein Kopf, die zum Bach, fick dein Toten. In meinem Block werden Paras geschoben. 14. Schock, legst Knock auf den Boden. Fick dich mein Kopf, denn ich kann auch ohne Drogen. Brich dir dein Kopf, die zum Bach, fick dein Toten. In meinem Block werden Paras geschoben. 14. Schock, legst Knock auf den Boden. Fick dich mein Kopf, denn ich kann auch ohne Drogen. Brich dir dein Kopf, die zum Bach, fick dein Toten. Block. Also ich weiß, beim Best, also wie gesagt, ne, wir sind ja auch hier extrem ironisch unterwegs, also wir nehmen das ja auch jetzt nicht irgendwo kein Stück ernst oder bewerten das nicht wie andere Songs oder sowas, weil es auch nicht vergleichbar ist oder nicht vergleichbar wäre, selbst wenn man das irgendwie wie einen normalen Song bewerten würde, würde man ja den Song gleich mit irgendwelchen anderen Songs stellen, das ich nicht möchte, so, weil... Ist halt schon ein großer Unterschied, so, sag ich mal. Ich verstehe aber nicht, wie auf Spotify die Zahlen so. Was heißt so? Also 100.000 sind 100.000, das ist krass. Es gibt aber auch Künstler, die weitaus mehr machen in so einer Zeit. Aber für sie, mit ihrem ersten Song, ohne viel Schnickschnack, so, wisst ihr, was ich meine? Mit einem Musikvideo, was wahrscheinlich in einem Raum gedreht worden ist. Wie gesagt, ne, ich bin auch nie der größte Fan von Musikvideos. Für mich kann es auch ein Standbild sein. Aber. Party mit Monkey Army. Cash fließt und ich danke Pumping Abi. Paar Millen in der Tasche von dem ganzen Flex. Das Dietzenbach, ich zeig dir, wie mein Ganja schmeckt. Packs mit Stoff, 14. Stock. In meiner Gegend kocht man einfach Crack im Topf. Ballermann, Kalasch, Uppercut, Tabak. Ich rap beim Mike und du singst vor dem Amjad. Chat, wisst ihr, was auch mein Problem so ein bisschen ist? Ich hab, also wir haben, ne, ihr wisst es ja, wir haben viel auf Kolja die letzte Zeit reagiert, Kolja Goldstein, schöne Grüße gehen erstmal raus, und wenn er sowas rappt, ich glaub dem jede Silbe, ich glaub dem jedes Wort, ich glaub alles, was der Typ mir sagt, ne, dem glaubst du auch besser, weil sonst kommen hier ein paar Leute mit dem Sprinter vorbei und packen dich kurz ein, aber... Wenn sie sowas 2 Minuten, also sie rappt ja wirklich 2 Minuten lang wahrscheinlich, gut, anderthalb haben wir erst gehört, die letzte halbe Minute bleibt uns doch offen, sie rappt halt 2 Minuten darüber, wie, was bei ihr in der Stadt abgeht, wie Leute auf Drogen sind und so weiter und so fort, sie kann aber auch ohne Drogen und dann fickt deinen Toten oder was weiß ich, das ist halt so, inwiefern ist das glaubwürdig, so, wisst ihr, was ich meine? Das große Fresse, doch du weißt nicht, wo dein Atem ist. Ich bring die Chayas zu Geld, davor uns Artemis. Sag mir nur eins, wer, wenn nicht ich? Motherfuck, man, die Kartell ist die Klick. Klick. In meinem Block werden Paras geschoben. 14. Schock, legst Knock auf den Boden. Fick dich mein Kopf, denn ich kann auch ohne Drogen. Brich dir dein Kopf, Dietzenbach, fick dein Toten. In meinem Block werden Paras geschoben. 14. Schock, legst Knock auf den Boden. Fick dich mein Kopf, denn ich kann auch ohne Drogen. Brich dir dein Kopf, Dietzenbach, fick dein Toten. Gut, das war's. Ich wünsche euch damit eine wunderschöne Woche noch, einen wunderschönen Mittwoch. Genießt ihn auf jeden Fall. Habt Spaß. Gönnt euch danach wirklich auch Musik, die ihr mögt. Und ich hoffe, ich habe euch mit der Reaktion den Tag nicht allzu doll versaut. Ich wünsche euch was, bleibt gesund.